Ja, kennt ihr hinten, ja. Ist nicht schön. Oh. Spazier ist wieder. Geht? Ja, ja. Sag mal, deine Füße, soll ich die noch anders hinstellen? Ich würde sie ein bisschen auseinanderstellen, ja. Stell mich fest, keine Angst. So? Ich glaube, das reicht zum Aufstehen. Ja? Na, dann komm mal her. Marek. 1, 2, 3. Oh Gott, ey, die Spastik. Ich streck mich mal. Mhm. Du kannst dich ruhig abdrücken. Ja, mach ich. Na, ist doch gut. Oh, hast du gehört? Ja. Knack hat sie gemacht. Da war eine Blockade im Schulterblatt. Also. Wirbelsäule. Nee, Wirbelsäule war es nicht. Na, irgendwo hat sich das eigentlich ein bisschen eingehört, ja. Das ist noch unser Video. Wackel, wackel. Ja. Hui. Oh, ist aber nicht schlecht, oder Eva? Ja, oder? Die Kraft ist gering. Ja, gering, ja. Wenn wir uns hinsetzen, dann sagst du, ja? Mhm. Oh, Entschuldigung. Ich merke das, dass selbst das linke Bein in... Oh. Jetzt auch gerade knackt im Ellbogen. Knackt alle. Nee, warte mal. Ich muss mich richtig hinstellen. Was denn jetzt, hinstellen oder hinsetzen? Das habe ich fast vermutet. Aber ist jetzt nicht so schlecht. Ah, nee. Ja, nee, ich setze mich hin. Ich steh mal lieber nochmal auf. Ja. Ja. Ja, und jetzt ist selbst das linke Knie. Sonst was haben wir das rechte? Ah, das kriegen wir wieder hin. Hm, denke ich auch. Jetzt bekommst du ja wieder regelmäßig. Montag. Ja, es sind immer die Feiertage. Und die merke ich aber auch selbst zu Hause beim Aufstehen, ja? Ja. Beim Pflegedienst und so. Für dich ist es doof eigentlich, die Feiertage. Ja. Für uns nicht so, aber. Aber für dich doof. Hm, bereit? Ja. Oh, jetzt war er schon flüssiger. Ja. Jetzt habe ich Gruschen immer gestanden. So, 1, 2, 3. Ja, jetzt geht es auch ein bisschen besser. Wenn ich irgendwas anders mache, was sagst du, ja? Also, dich irgendwie anders fixieren, ich kann dich hier vorne eine J-Schnelle nach vorne ziehen. Eine J-Schnelle? Genau, pass mal auf. Ich glaube, ich muss, genau. Mhm. Jetzt kannst du deinen Kopf schon einmal nach rechts drehen. Guten Tag. Hoch. Und einmal nach links. Mhm. Okay, wieder zur Mitte. Jetzt guckst du einmal zur Decke. Oh, Anna, das tut mir echt leid. Nee, alles gut. Oh, komm, drück dich durch. Okay, und einmal nach unten. Warte. Okay, nochmal, genau. Und einfach nochmal stehen bleiben, kurz. Ach, das dauert jetzt bestimmt nur eine Woche und dann... Oh. Naja, was wir nochmal machen könnten, Sitz auf der Liege und ein bisschen Rumpf stabilieren. Ja. Weil da fällt es dir auch ganz schön nach vorne. Ui. Okay, und hinsetzen. Okay. So schlimm habe ich es mir eigentlich heute nicht vorgestellt. Es ist nicht so schlimm, ne. Hier bloß ein bisschen die Kraft. Wackelig habe ich es mir vorgestellt. Brauchen wir... 4 Elektronen große? Oder würde ich waren sagen. Da 2 drin? Nee, das waren alles nur kleine. Gut, also 4 große. Ja. Ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Warum? Na, weil ich mir das zwar wackelig vorgestellt habe. Ja, aber nicht so nicht wackelig. So. Ach. Ja. Aber guck mal, wie lange wir jetzt auch nichts gemacht haben. Wie lange ist das jetzt? 2 Wochen. Ja, siehst du. Das sind 6 Mal, ne? Und da darf schon mal die Muskulatur ein bisschen nachlassen. Na jo.
Und so schlimm ist es jetzt auch nicht. Es war schon mal deutlich schlimmer. Hm. War es schon mal. Viel wackeliger auch. Denk mal an dein Knie, wie oft das weggeknickt ist, ganz am Anfang. Ja. Also von daher. Alles gut. Gehen wir nochmal eben hoch, oder? Ja. Okay. Schilder gucken raus. Lauf rum wie der Lumpenstrumpf hier persönlich. Geht? Ja. Gut. Eins, zwei, drei. Halt, das ist die Hüfte, die immer voll nach vorne kommt, ja? Aber guck mal, jetzt zum Beispiel ist schön. Mhm. Genau. Und jetzt machen wir gleich nochmal deinen Kopf nach rechts. Mhm. Zur Mitte. Nach links. Zur Mitte. Ist die linke Seite von der Hüfte, die nach vorne kommt. Nach unten. Zur Mitte. Okay, jetzt packst du mal dein rechtes Ohr auf die rechte Schulter. Das tut mir echt leid. Nee, alles gut. Zur Mitte. Dein linkes Ohr auf die linke. Mhm, zur Mitte. Okay, ich nehme meine Knie nochmal weg. Ja. Versuch nochmal durchzuhalten. Ja. Na, Rumpf ist bei dir. Gar nicht mehr so stabil jetzt. Da hast du eben gemerkt, der ist eben voll nach vorn gekippt. Und wir bleiben noch einen Moment. Genau. Nochmal tief durchatmen. Jawohl. Und nochmal tief durchatmen, Knie nochmal nach hinten. Sehr gut. Und das machen wir nochmal für 5, 4, 3, 2, 1. Super. Ziehen wir den Arm nach vorne und dann kannst du dich hinsetzen. Okay. Na ja.